Das Salz der Erde. Zweites Kapitel. Mehr als ein Jahr war seit jenem Gespräch vergangen. Der graue, nasse Herbst war über die Steppe gekommen und die Arbeit im Freien hörte auf. Jetzt wusste der einfache russische Bauer mit seiner Zeit nichts anzufangen. Die ärmeren und kräftigen Leute gingen auf Verdienst in die Stadt, der eine als Tagelöhner, der andere mit seinem Fuhrwerk, um durch Lastenfahren etwas zu verdienen, und die übrigen hatten wenig zu tun. Die paar Kühe und Pferde waren leicht versorgt. Im Hause gab's für die Männer fast nichts zu tun, denn die wenigsten verstanden ein Handwerk. So blieb nichts übrig als die Schenke. Die meisten trafen sich schon vormittags einmal zu einem Schnaps in der Schenke, rauchten und plauderten ein Stündchen, und nur wenige blieben dann gleich den Tag über dort. Die meisten gingen zum Mittagessen nach Hause und kamen mit einbrechender Dämmerung wieder dahin, um zu rauchen, zu trinken und zu plaudern. Der jüdische Schenkwirt war der einzige Zeitungsempfänger, außer dem Popen, und konnte den Leuten Wunderdinge aus der Zeitung vorlügen. Das gab Stoff zum Reden und Urteilen, und man hatte immer wieder Grund, sich noch einen Schnaps zu bestellen, bis dann abends die Vernünftigeren noch halbwegs nüchtern nach Hause kamen und andere erst gegen Mitternacht betrunken die Schenke verließen. Igor Relidow war Anfang Oktober aus der Krim heimgekehrt, hatte eine russische Bibel und einige andere russische Bücher mitgebracht und seinem Onkel das Versprechen abgenommen, dass er eine Woche lang nicht in die Schenke gehen wolle. Zu Hause Schnaps zu trinken war aber nicht Mode, und so musste der Alte sich plötzlich aus Liebe zu seinem Neffen und Erben dazu bequemen, nüchtern zu bleiben. Dafür freute er sich an den paar hundert Rubeln, die der fleißige Neffe als Arbeitslohn bei den wohlhabenden Kolonisten in der Krim verdient hatte, und hatte nichts dagegen, dass derselbe für dieses Geld einige bessere Möbel aus der Stadt mitbrachte, dazu eine Petroleumlampe, eine Wanduhr und eine schöne neue Pfeife. Jetzt saß der Alte abends auf einem bequemen, gepolsterten Stuhl, der fast so fein aussah wie der, den der Pope hatte, konnte aus seiner neuen Pfeife rauchen und hörte den Worten und Erklären des Neffen zu. Die Tante hatte zuerst über diese neumodische Wirtschaft gezetert und gespottet. Als ihr aber Igor in der Küche an die Hand ging und sie einige Speisen zubereiten lehrte, die er bei den Deutschen kennengelernt hatte, war sie bald versöhnt. Auch sie saß nun abends dabei und hörte zu. Am zweiten Tag nach der Einführung dieser neuen Hausordnung erkundigten sich schon die Nachbarn, ob der alte Relidow krank sei, da man ihn nicht in der Schenke gesehen habe. Wie sie aber die veränderte Einrichtung der Stube erblickten und von dem Alten das Gebaren des Neffen rühmen hörten, war der eine und andere neugierig und fragte, ob er nicht auch am Abend kommen dürfe. Das wurde gestattet, und am nächsten Abend saßen schon vier andere Bauern dabei. Igor musste von dem Leben und Treiben der Krimer Kolonisten erzählen und las ein Stück aus dem Neuen Testament vor und sprach dann darüber ein paar die Hauptsache erklärende Worte. Es gab Rede und Gegenrede, und als die Bauern heimgingen, hatten sie das Gefühl, sich heute Abend auch ohne Schnaps königlich unterhalten zu haben. So kamen sie wieder, und so wuchs allmählich der Kreis, der sich an den langen Winterabenden hier zu versammeln pflegte. Eines Abends, wie sie eine besonders ernste Stelle miteinander gelesen und besprochen hatten, schlug Igor vor, sie wollten nun niederknien und beten. Und als es geschah, betete er mit großer Rührung und Wärme zum ersten Mal laut vor den Fremden. Die Bauern schluchzten, und manche warfen sich, wie es bei einigen Stellen des Gottesdienstes Gebrauch ist, mit der Stirn zur Erde nieder. Am nächsten Abend waren auch noch einige Frauen gekommen, und die Stube war zum Ersticken voll. Wie das Gebet vorkam, schluchzten die Frauen laut, und man ging tief ergriffen heim. Jetzt war die Sache zu groß geworden, als dass man darüber hätte schweigen können. Im ganzen Dorf redete man von nichts anderem als von Igor und seiner Bibel. Für und wider regte man sich auf und stritt über diese neumodische Erscheinung mit der ganzen Lebhaftigkeit des slawischen Naturells. Nach einigen Tagen war auch etwas von dieser Sache in die Schenke gedrungen,
Denn der Jude merkte doch, dass ihm 5 oder 6 seiner früheren regelmäßigen Kunden fehlten. Als er das Nötige herausgebracht hatte, erklärte er den Bauern mit wichtiger Miene, jetzt koste es ihn nur ein Wort, so werde der Igor verhaftet und nach Sibirien geschickt, denn er sei ein Stundist. Darauf fragte ihn ein Bauer, ich habe noch nie etwas davon gehört. Nun, sagte der Jude eifrig, das sind Leute, die von eurer christlichen Kirche abgefallen sind und die Bilder nicht verehren und dem Kaiser nicht mehr gehorchen wollen, und darum werden sie bestraft, gerade wie die Nihilisten und Studenten. Ist denn das etwas Schlimmes? Fragte ein anderer bedächtigt. Dass der Igor nicht mehr Schnaps trinkt, sondern fleißig und nüchtern ist und Gottes Wort liest, was doch das Väterchen der Pope auch immer tut? Dummheit, unterbrach ihn ein anderer. Der Pope trinkt, und zwar wie ein Mann. Auf der Hochzeit meines Ältesten, da hat er am Abend eine ganze Schnapsflasche allein ausgetrunken, und man sah nur an seiner roten Nase, dass er etwas zu viel hatte, sonst machte ihm das nichts. Ja, rief ein anderer dazwischen. Wie kann das ein echter Russe sein, der keinen Schnaps mehr trinkt? Und wie kommt ein solcher Bauer dazu, dass er anfängt, Bücher zu lesen? Mir kommt die Sache auch verdächtig vor. Was soll das unnütze Streiten? Gehe einer von euch nur zum Popen und stelle ihm die Sache vor. Makari, du bist ja fast Nachbar vom Popen. Geh mal morgen hin und erzähl ihm alles. Dann werdet ihr schon sehen, was es gibt. Nein, sagte Makari, ich kann nicht gut zu ihm gehen. Ich bin ihm noch etwas schuldig. Ich musste ihm bei der Beerdigung meiner kleinen Olga versprechen, weil ich kein Geld hatte, ein junges Schwein zu bringen, das er bis zum nächsten Jahre mästen könnte. Aber meine Frau wollte sich von dem einzigen Schwein nicht trennen, und so möchte ich ihm nicht mehr unter die Augen kommen. Die Bauern lachten, und einer meinte, das wird dir wenig helfen, bezahlen musst du ihn doch, früher gibt er keine Ruhe. Doch da erbot sich der Kirchenälteste Fedor Wassiljew, erst an einem Abend bei Igor die Sache zu untersuchen und dann das ganze geheimnisvolle Treiben dem Popen mitzuteilen.